Ja, ein herzliches Grüß Gott. Ich bin ja zwar seit über 40 Jahren in Hamburg und in der Weltgeschichte unterwegs, aber ich komme eigentlich hier aus der Gegend sozusagen. Ich komme aus dem schwäbisch-badisch besetzten Teil des Frankenlands sozusagen, also aus der Gegend von Bad Mergentheim, Künzelsau, also Hohelohe Franken. Und insoweit gesehen darf ich mir auch ein bisschen Frechheiten erlauben. Also und Sie können auch anstatt Cradle to Cradle gerne Knödel to Knödel sagen, das ist auch okay. Ne? Also ich bin natürlich sehr gerne hier, weil das in der Tat ein sehr schönes Bundesland ist und weil der Tourismus hier viele, viele Chancen hat. Und ich will Ihnen ein paar darstellen davon. Aber ich möchte ein paar Dinge doch mal anfangen und sagen, naja, irgendwie täuscht man sich. Ich sehe in den Broschüren, in dem Internet jeweils, dass Sie vielfach klimaneutral sein wollen. Aber eigentlich ist das doch total traurig. Ich meine, stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause und sagen, Sie sind heute kinderneutral. Ja? Klimaneutral? Haben Sie schon mal einen klimaneutralen Baum gesehen? Das heißt, Sie wollen also dümmer als Bäume sein? Ein Baum ist doch gut fürs Klima. Ich will auch gut für meine Kinder sein. Und um es klar zu haben, das ist ein Bild vom Großglockner, Großglockner Gletscher, dahin sehen Sie den Großglockner, davon aufgenommen habe. Da, an der Stelle, wo ich das Bild vor 3 Monaten gemacht habe, war der Gletscher noch 1994. Das bei der jetzigen Situation verschwinden die Gletscher. Bei der jetzigen Situation taut der Permafrost auf. Bei der jetzigen Situation verschwindet das Polareis. Für uns in Hamburg bedeutet der jetzige Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre einen Anstieg des Meeresspiegels um 22 Meter. Und zwar das, was jetzt da ist. Davon. Darum hilft es uns nicht, klimaneutral zu sein, sondern wir müssen fragen, wie können wir nützlich fürs Klima sein? Wie können wir das Kohlendioxid wieder zurückholen? Wir müssen im Jahr 2100 wieder auf dem Stand an Kohlendioxid sein, den es 1900 in der Atmosphäre gegeben hat. Nicht das 1,5-Grad-Ziel davon, das wird den Planeten bloß ein bisschen langsamer zerstören. Wir müssen aktiv Kohlenstoff zurückholen. Also ändern Sie den Tourismus in klimapositiv, nicht in klimaneutral. Übrigens, wir schützen ja auch nicht die Umwelt, wie so schön gesagt wurde von unserer lieben Moderatorin Elena, wenn wir statt Plastik Glas nehmen oder wenn wir Plastiktüten vermeiden, dann ist das eine schöne Beschäftigungstherapie. Aber es schützt nicht die Umwelt. Es schützt auch nicht die Umwelt, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren, anstatt mit dem Auto. Sie schützen auch nicht die Umwelt, wenn Sie Ihre Müllmenge reduzieren. Sie zerstören nur ein bisschen weniger. Es wäre so, wenn ich sagen würde, schütze dein Kind, schlag es nur 5-mal anstatt 10-mal. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger kaputt machen. Und für weniger Zerstörung sind wir zu viele Menschen. Und um es klar zu sagen, die DDR hat die Umwelt besser geschützt als Bayern. Einfach durch Ineffizienz. Die konnten diese ganzen Feuchtgebiete nicht kaputt machen, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Ich war in Mecklenburg-Vorpommern und die schimpfen sich heute immer noch das schönste Bundesland, was sicherlich nicht der Fall ist, das ist sicher Bayern. Aber ich war 1980 dort und das waren Paradiese. Das war unglaublich schön, das sah alles aus wie auf Rügen und Darst und sonst was, weil die DDR einfach mit ihrem Regime keine Chance hatte, diese ganzen Feuchtgebiete zu zerstören. Zwar haben sie lokal hohe Belastungen hinterlassen, aber insgesamt war die Artenvielfalt so viel höher. Was haben wir heute? Wir haben heute entsprechende Warnhinweise auf Staub auf den Autobahnen davon, weil der Boden abgetragen wird. Und darum sage ich, lassen Sie uns anders denken. Nicht mit Sparen vermeiden, verzichten, reduzieren, sondern alles nochmal neu denken. Alles, was verschleißt, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Zebrastreifen, muss so gemacht werden, dass es biologische Systeme unterstützt. All das, was nur genutzt wird, geht in die Technosphäre. Ich verbrauche keinen Fernseher, ich verbrauche keine Waschmaschine, ich nutze die Dinge ja nur. Das heißt, alles wird Nährstoff. Wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall produziert auf der Welt. Das heißt, wir sind dümmer als alle anderen Lebewesen. Anstatt, wir können doch lernen, alles nützlich zu machen, nicht weniger schädlich. Dann sind wir auch nicht zu viele Menschen. Die Biomasse der Ameisen ist etwa 4-mal größer als die der Menschen. Und die Ameisen sind kein Umweltproblem, weil alle ihre Dinge, die sie verwenden, wieder nützlich sind. Und das können wir doch auch. Also alles ist biologischer oder technischer Nährstoff. Die traditionelle Nachhaltigkeit macht den Kunden zum Feind. Die sagt, wenn du es gar nicht kaufst, ist es noch besser. Wenn du gar nicht in Urlaub fährst, ist es doch noch besser. Ja? Sag, hey, bitte, musst du überhaupt da sein, so etwa. Ja?
Ich bin heute 100% schlecht, 90%, 80% und mein Ziel ist null. Nürnberg möchte klimaneutral sein. Klimaneutral kann man nur sein, wenn man nicht existiert. Das ist die allereinzige Chance. Wollen Sie sagen, okay, wir wollen nicht mehr existieren? Das kann die Lösung sein, aber vielleicht doch nicht. Es geht auch nicht um Nachhaltigkeit, so nett Sie das finden, aber Nachhaltigkeit ist gut für die Natur. Ich möchte, dass auch in 100 Jahren, in 500 Jahren noch Bäume stehen, dass Löwen da sind, dass es Tiger gibt, dass es Giraffen gibt. Ja, da möchte ich das. Aber ich möchte nicht in 500 Jahren noch den gleichen Schreibtischstuhl sehen. Ja, ich möchte auch nicht in 500 Jahren den gleichen Computer sehen. Echte Innovation ist nicht nachhaltig, sonst wäre sie doch keine. Die Waschmaschine war nicht nachhaltig für meine Mutter, die die Wäsche noch im Fluss in der Jagd gewaschen hat, bei Mulfingen, Künzelsau. Dort, ja. Sie war die älteste von 11 Geschwistern. Mit 8 Jahren musste sie die Wäsche waschen. Im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter blau gefroren. Das war nicht nachhaltig, als ihre Eltern endlich eine Waschmaschine sich zulegen konnten. Es gibt mich heute nur deshalb, weil sie eine Waschmaschine kaufen konnten, die Eltern. Das heißt, echte Innovation ist doch nie nachhaltig. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, so, ja, Elena, wie geht es Ihnen so mit Ihrem Mann dazu? Was würden Sie sagen? Nachhaltig? Ich würde sagen, herzliches Beileid. Ja? Ich meine, das ist ja das Traurigste, was man sich so vorstellen kann. Das ist ja das Minimum, wie kompostierbar so etwa. Ja? Das heißt, der Spaß fängt doch an, erst dann dazu. Es geht also nicht um Effizienz. Also, wie gesagt, die DDR hat die Umwelt durch Ineffizienz geschützt, in Anführungszeichen. Es geht um Effektivität. Lasst uns doch sagen, komm, in Bayern sind wir schon bei 40%, wo wir sein wollen. Und lieber Kunde, je mehr du kommst zu uns, desto schneller ändern wir das. Der Kunde ist ein Change Agent, der hilft, das Ganze zu ändern. Das bedeutet aber, dass wir ein paar Grundprinzipien überlegen. Alles ist Nährstoff, alles ist nützlich. Mit den richtigen Energiequellen und natürlich mit der Unterstützung der anderen Lebewesen. Es ist sicher sinnvoll, Öl und Gas zu reduzieren, aber wo sind wir nützlich? Wenn ich in Schweden bin, ist jeder Fußabdruck zerstörerisch. Es fängt ja schon mit dieser traurigen Definition an. Die Nachhaltigkeit ist definiert durch die Brundtland-Kommission von 1986, die Bedürfnisse jetzigen Generationen zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Stellen Sie sich mal vor, kommen nach Hause und erzählen Ihren Kindern, dass Sie ihnen heute gerade nicht schaden wollen. Ich meine, was für ein Blödsinn eigentlich. Wollen Sie nicht gut sein für Ihre Kinder? Das ist, wenn man in Schweden ist, dann ist es, wenn es dunkel und kalt ist, dann muss man sparen, verzichten, vermeiden, sonst kommt man nicht durch den Winter. Da ist jeder Schritt ein Bodenerosion. Aber wenn Sie entlang der Isar oder entlang der Donau spazieren gehen, dann ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum. Also warum wollen wir nicht einen großen Fußabdruck haben, der mit Feuchtgebiet wird? Schön, dass du da bist und nicht kannst du 10% weniger Schwein sein. Das heißt, wir brauchen das europäische Denken an Problemen, wir brauchen amerikanischen Handlungswillen, wir brauchen ein echtes Kreislaufdenken, weil die Menschen denken ja gar nicht in Kreisläufen. Also wie wäre es denn zum Beispiel in Bayern ein neues Bio auszuprobieren? Bayern hat im Prinzip war federführend, um die Gentechnik zu stoppen davon. Wie wäre es mit einem neuen Bio, was eben mehr ist als das jetzige? Selbst Demeter-Landbau verliert bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Wissen Sie warum? Weil wir uns so sehr hassen auf der Welt, dass wir denken, es ist nur Bio, wenn wir nicht da sind. Es gibt kein Bio-Siegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder eingesetzt werden dürfen. Ja, es ist nur Bio ohne uns. Ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphat aufnehmen, 2 Gramm Phosphat abgeben, sonst kann ich keine Energie sparen im Körper, keine Zähne haben, keine Knochen haben. Das heißt, ich brauche Phosphor viel dringender als Öl. Das ist viel selten auch und hochkontaminiert. Ja, das heißt, wir müssen Phosphat zurückgewinnen. Aber es gibt kein Bio-Siegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder eingesetzt werden dürfen. Das jetzige Bio erlaubt Kupfer als Spritzmittel. Dabei war damals Kupfer ein Mangelelement vor 100 Jahren. Das ist kein Bio, wenn die Böden werden dadurch durch Kupfer zerstört. Das jetzige Bio hat nichts mit Artenvielfalt zu tun. Das heißt, wir brauchen ein neues Bio, wo wir die Landwirtschaft zusammenbringen, die vermeintlich konventionelle Landwirtschaft mit der jetzigen Biolandwirtschaft, ein neues Bio. Das wäre doch etwas für Bayern. Und das könnte man lernen. Man könnte Tourismus machen, indem man Leute hierher bringt, die mit dem Urlaub zusammen, so wie Sie es gemacht haben dazu, Frau Felix Mayer, indem man dabei lernt, wie ein neues Bio aussieht. Ich meine, wie wäre es in Bayern, wenn wir wirklich den Tourismus wichtig nehmen, dass wir endlich den Import von Futtermitteln stoppen? Damit würden wir was tun für die heimische Landwirtschaft. Dann würden die Bauern einen fairen Preis kriegen dafür. Europa bezieht 600.000 Quadratkilometer aus Brasilien als Futtermittel. 600.000 Quadratkilometer. Wenn wir in Bayern sagen, es ist das heimische Weiderind, aber es ist auch mit heimischem Futtermittel gefüttert, dann ändern wir die Dinge doch. Wissen Sie, wir holzen den Regenwald ab. Sie können 2x Soja anbauen
Und dann ist Schluss, dann können Sie noch ein bisschen Weidewirtschaft machen, aber dann müssen Sie die nächste Fläche wieder zerstören. Das heißt, wie wäre es zu sagen, hey, wir hören auf mit diesen Biotreibstoffen. Wir verwenden in Europa 313.000 Quadratkilometer. Und das ist keine schöne Tourismusgegend, wenn man so weit, wie man schaut, lauter Maisfelder sieht. Diese Maisfelder bringen nichts für die Umwelt, überhaupt nicht. Das ist ein Förderprogramm für Großbauern, für Wildschweine, in welcher Reihenfolge auch immer. Aber wenn wir in Bayern aufhören würden, diese Biotreibstoffe herzustellen, wir haben 313.000 Quadratkilometer in Europa. Das ist fast die Fläche der gesamten Bundesrepublik für angebliche Biotreibstoffe. Das ist doch ziemlich verlogen, wenn wir von Bio und Nachhaltigkeit reden und gleichzeitig unsere wunderbaren landwirtschaftlichen Böden für Treibstoffe verwenden davon, wo gleichzeitig pro Hektar zwischen 11 und 30 Tonnen Boden verloren geht. 11 bin 30, ich messe das mit meinen Studenten in Rotterdam. Davon, wenn Sie Mais anbauen, dann bauen Sie den Boden ab. Sie sind da nicht klimaneutral. Das heißt, wie wäre es, wenn wir das anders machen? Ich habe ein Institut gegründet und ich mache im Moment viele, viele Doktorarbeiten davon. Und dieses Institut ist in Hamburg, aber auch in vielen anderen Plätzen davon. Es hat Leute aus vielen Ländern. Look at a cherry tree in spring. No reduction. Verstanden mit den Kreisläufen, als ich 2 Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land heute zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Das heißt, es ist ein anderes Denken in echten Kreisläufen. Also, es geht nicht mehr um Nachhaltigkeit. Das war wichtig für die Vergangenheit, um die Probleme zu kennen. Es geht um Innovation, es geht um Qualitätstourismus, es geht um Schönheit. Das ist alles. Das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone hergestellt haben. Das heißt, es geht jetzt darum, die Weltuntergangsdiskussion umzusetzen. Also nicht in Rethink, Reinvent, nicht in Reduce, Reuse, Recycle, sondern in Rethink, Reinvent, Redesign zu investieren. Denselben Dreck können die anderen Leute billiger machen. Das heißt, wir können die Dinge umsetzen und wir können damit Dinge machen, die nicht mit Sklavenarbeit konkurrieren. Aber ich sage Ihnen, das ist heute noch so in Bayern. Die Deutsche Bahn dazu liefert überall noch Dieselmotoren, die absolut nicht tourismusgerecht sind. Wie soll ich die Bahn verwenden? Die Gewerbeküchen dazu haben Luftqualität, die viel dramatischer ist als Corona. Durch Corona haben wir letztes Jahr etwa 8 Tage Lebenserwartung in Bayern verloren. Das ist schlimm genug. Aber durch Feinstaub verlieren wir etwa
etwa 5 Jahre Lebenserwartung. Mit jedem Atemzug verlieren wir Lebenserwartung. Ich habe die Kindergärten einer kleineren Stadt gerade untersucht, 16 Kindergärten. Wenn die draußen werden, müssten sie alle geschlossen werden, weil sie ihre Feinstaubgrenzwerte überschreiten, drastisch. Die Luftqualität im Gebäude ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Wie wäre es denn, Gebäude zu machen, in denen tatsächlich eben gesunde Luft da ist? Fangen wir mit einfachen Dingen an. Wie wäre es, wenn in Bayern Skiwachs eingesetzt wird, was nicht in jedem Gewässer wiederzufinden ist? Das ist Teflon, überall. Davon wir verseuchen alle unsere Gewässer dazu mit Mikroplastik aus Skiwachs zum Beispiel. Wissen Sie, damit könnte Bayern Innovationsplattform sein. Nehmen wir diese Masken zum Beispiel. Die sind nie für uns hergestellt worden, überhaupt nie. Wie wäre es, Masken zu verwenden, die tatsächlich biologisch kompostierbar sind und sie dann entsprechend einzusetzen? Wir haben hunderte von Chemikalien da drin. Ich habe mit meinen Studenten eine Maske entwickelt davon, die ist perfekt biologisch abbaubar, sie ist zertifiziert. Das ist die sogenannte Viva-Mask, wenn Sie im Internet gucken, mit meinen arbeitslosen gewordenen Studenten. Die kann 50 Mal gewaschen werden, die ist FFP2 davon. Das ist Innovation. Verbinden Sie den Tourismus doch mit Innovation, mit neuen Dingen, wo die Leute lernen können für ihren Alltag, dann verbinden Sie das und dann sind Sie praktisch Träger für die Innovation. Was ganz traurig ist natürlich, davon stoppen Sie Aperol Spritz. Das ist wirklich unglaublich. Das Zeug ist einfach giftig. Und zwar, ich meine nicht den Alkoholanteil, das wissen wir schon, ja. Sondern ich meine die Farben, die drin sind. Es fragt niemand, was das ist. Das sind Azofarben, die im Textilbereich zum Glück seit mehreren Jahren nicht mehr in Verwendung sind. Und dann trinken die Leute das Zeug. Können Sie nachgucken, das ist E110 und E124. Das sind beides sehr stark krebserzeugende Azofarben. In Finnland, in Island, in USA verboten dazu. Bei uns gelten sie als kulturelles Erbe, obwohl sie Chemikalien sind. Früher hat man Aperol Spritz mit totgequetschten Läusen hergestellt. Jetzt schreibt man drauf, das sei die vegane Formel. Das ist eine absolute Gemeinheit. Verstehen Sie? Gehen Sie einfach hin, hey, bei uns auf der Speisekarte gibt es kein Aperol Spritz. Ja, davon. Also verstehen Sie, gehen Sie lieber hin und enthalten die Leute Dinge vor, ja, anstatt dass Sie sie überschütten mit Angeboten dabei. Und sagen Sie, wir machen einen Wettbewerb über einen neuen Aperol Spritz, der eben keine giftigen Farbstoffe drin hat. Das geht anders. Wir müssen den Boden zurückgewinnen. Darum habe ich Ihnen gesagt, davon, wie wäre es, eine Landwirtschaft zu machen, die den Boden aufbaut. Wir haben eine derartig perverse Landwirtschaft, dass wir 10 Kalorien Energie einsetzen für 1 Kalorie Ernährung. Können Sie sich vorstellen? Wenn Sie im Gebäude Aufzug fahren, brauchen Sie für die gleiche Leistung nur 2 Kalorien. Sie können Ihren Carbon Footprint um das 5-fache senken, nur durch Aufzug fahren. Das ist ein völlig ausbalanciertes System. Außerdem sterben Sie früher und schützen die Umwelt noch mehr in der Logik sozusagen. Das heißt, wir müssen lernen, sozusagen anderes Recycling zu machen. Wir machen aus unseren Autos, ja, wissen Sie, was wir machen? Betonstahl. Damit sind alle Buntmetalle weg. Aber auch das kommt aus Bayern, Innovation davon. Und das ist durchaus Tourismus mit. BMW hat angekündigt, zum ersten Mal 2025 die ersten Autos aus Autos herzustellen. Cradle to Cradle, können Sie nachgucken bei der Aktionärsversammlung. Kaufen Sie eine Aktie von BMW, dann können Sie die verklagen, wenn Sie es nicht machen dafür. Wenn Sie dann bei der Aktionärsversammlung ist angekündigt. Davon. Wissen Sie, wir machen primitiven Betonstahl und nennen das Recycling. Es ist noch keine einzige Fensterscheibe jemals auf der Welt wieder zur Fensterscheibe recycelt worden. Donald Trump ist der ehrliche Lügner. Verstehen Sie, der lügt die Leute ehrlich an. Er hat 30.000 Mal die Leute angelogen in seiner Amtszeit davon, nachweisbar. Aber es ist doch eigentlich viel schlimmer, so zu tun, als ob. Bei dem wusste man, wenn immer er das Maul aufmacht davon, dann lügt er die Leute an. Wir reden davon, ist noch nie ein Handy recycelt worden. Es werden ein paar Elemente zurückgewonnen davon. Bis vor 3 Jahren war es legal, in Bayern in alte Bergwerke Plastikverpackungen zu kippen und es als stoffliche Verwertung auszugeben. Verstehen Sie? Oder es zu exportieren in Kambodscha, in Vietnam, trampel ich überall über Plastikabfall aus Deutschland und das wurde einfach als recycelt ausgegeben. Ich meine, wir können natürlich etwas tun. Prinz Harry hat erklärt, dass er nur 2 Kinder haben will. Ich meine, wenn mein Kind so Henkelohren hätte, würde ich das vielleicht auch so sagen. Aber das ist natürlich ein bisschen zynisch von Prinz Harry. Sein Lebensstil entspricht etwa 30.000 Menschen in Nigeria. Da kann ich das natürlich gut erklären. Aber eigentlich würde ich gerne posthum Lady Diana einen Preis vergeben, weil sie so früh gestorben ist, weil da hat sie doch die Umwelt mitgeschützt auch, oder? Davon, in dieser Logik davon. Das heißt, nein, lassen Sie das Leben feiern.
Selbst unsere jungen Leute hier in Hamburg aus der Mönckebergstraße malen wir für 1,5 Grad Ziel. 1,5 Grad heißt, dass der Planet nur 2 Generationen später zugrunde geht. Das ist keine Lösung. Und dann schreiben sie noch mit Plastikfarbe da drauf. Ja, über 10% des Mikroplastiks in der Nordsee kommt von Fahrbahnmarkierungen. Wie wäre es, Innovation zu zeigen? Wo ist die Gemeinde, die Zebrastreifen machen will, die in der Nordsee landen können oder im Schwarzen Meer davon, die eben für biologische Systeme geeignet sind? Wir müssen das Kohlendioxid zurückholen. Ja, lassen Sie uns als Ziel ausgeben, im Jahr 2100 wird wieder der Gehalt in der Atmosphäre sein, den es 1900 gegeben hat. Wir haben jetzt 420 ppm, also Teile pro Million, und wir müssen auf 280 etwa wieder zurückkommen davon. Das ist doch ein Ziel. Dann kriege ich meine jungen Leute dazu. Wenn Sie zum Beispiel sagen würden, wir wollen in Bayern Plastik im Tourismusverband in 10 Jahren, verstehen Sie, Sie müssen es nur als Absicht sagen, ja? Sie wollen in 10 Jahren nur noch Plastik verwenden. Plastik hat gute Gründe übrigens, wenn die Leute immer von Glasflaschen reden. Ich habe im Haus meines Bruders in Braunschweig erleben müssen, wie ein 5-jähriges Mädchen gestorben ist, weil es sich den Hals an der Glasflasche aufgeschnitten hat. Davon 5 Jahre, die hat ihrem Vater nur aus dem Keller eine Mineralwasserflasche holen wollen davon. In Hamburg verletzen sich jedes Jahr 200 Kinder schwer durch Glasscherben dabei. Also es gibt gutes Grund für Plastik, aber nicht für dieses Plastik. Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie kein PVC mehr verwenden. Das PVC macht unfruchtbar. Die Weichmacher, die drin sind, zerstören unser hormonelles Gleichgewicht. Ja, handeln Sie doch wie eine NGO. Sie sind doch nicht Regierung, ja, eine Nichtregierungsorganisation. Warum überlassen Sie das Gutmenschentum immer den BUND oder Greenpeace dabei? Wenn Sie sagen als Verband, in 10 Jahren wollen wir nur noch Plastik verwenden, was aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen wird, dann kriege ich sofort 150 junge Leute dazu, die sofort mitmachen wollen. Ja? Das ist ein positives Ziel. Wir können das Kohlendioxid einfangen, wir können es ausfrieren, können es ausfiltrieren und können daraus Kunststoffe machen. Davon. Wir können daraus auch Treibstoffe machen. Denn es ist unsinnig zu glauben, dass die Elektromobilität im ländlichen Raum funktionieren kann. Das Kupfer ist doch gar nicht da. Als ich ein Kind war, hat ein Kupfererz 35 Kilo Kupfer pro Tonne. Heute sind wir bei einem Kilo pro Tonne und das nennen wir ein Kupfererz. Wir haben in Hamburg eine Kupferhütte, die macht 4-mal mehr Müll als der gesamte europäische Hausmüll. Eine einzige Kupferhütte. Und da reden wir von Plastiktüten gegenüber Papiertüten und Wattestäbchen. Da lobe ich mir doch Donald Trump, der lügt die Leute einfach ehrlich an. Dann weiß ich, wo ich dran bin. Das heißt, wir haben viele Beispiele, wo es anders geht. Wir können die Dinge machen, dass sie für die Biosphäre oder für die Technosphäre geeignet sind. Hier zum Beispiel die Firma Gugler in Österreich. Österreich ist Weltmeister im Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Wellpappschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden kann nämlich nur der Zellstoff. Das sind rund 60% des Gesamtvolumens. Bis zu 40%, hauptsächlich Farben und Füllstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Schlamm zurück. Stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von jedem Produkt nur 60% wirklich gut für die Wiederverwertung sind. Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf der Müllhalde landen. Ich kann nicht das nächste Video haben dazu, weil es dauert sonst zu lang. Ich möchte gerne noch zum Schluss kommen in der Zeit. Ja? Gut, also, was ich Ihnen zeigen will, ein Druckerzeugnis hatte vor 30 Jahren noch 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung ausschließen. Eine Zeitung, ein Katalog, ein Kalender, eine Tourismusbroschüre. Heute hat die durch Gesetzgebung etwa noch 50 giftige Stoffe drin, weil man ein bisschen Kobalt rausgenommen hat, Mangan. Hier ist die Firma Gugler die erste überhaupt, es gibt aber in Deutschland auch inzwischen mehrere, die perfekt kompostierbares Papier hat. Wenn Sie im Moment Toilettenpapier haben, dann verseuchten Sie mit einem Kilo Toilettenpapier über 2 Millionen Liter Wasser über den Trinkwassergrenzwert. Ja? Mit einem Kilo. Ja? Das Papier ist nie für biologische Kreisläufe gemacht worden. Ich meine, wenn Sie das Tourismus-Toilettenpapier von der Deutschen Bahn haben, dann ist es auch nicht für andere Dinge wirklich gemacht, höchstens für Hämorrhoiden, das ist aber was anderes. Das heißt, wir können jetzt anders machen, wir können die Dinge neu machen und das will ich Ihnen zeigen. Davon. Wir haben zum Beispiel hier aus Plastik, was wir gesammelt haben, entlang
der Küste dazu Taschen gemacht, davon Strandgut, davon für die Nordseeküste. Wir können Verpackungen machen, die Cradle to Cradle sind. Wir können Bodenbelege machen. Hier sehen Sie zum Beispiel Teppichböden, die nicht nur nicht stinken, sondern die aktiv die Luft reinigen. Ja, warum soll ich meine Lunge einsetzen, die Luft zu reinigen, wenn mein Teppichboden das kann? Das Geschäftsmodell ist aber wichtig. Niemand braucht eine Küche. Ich brauche doch nur 15 Jahre Nutzung. Niemand braucht eine Pfanne. Ich sage Ihnen, die Pfannen, die Sie im Moment verwenden, sind alle Giftmüll. Sie essen jeweils dieses Teflonzeug mit. Davon diese Antihaftpfannen, die sie verwenden. Wir könnten Pfannen haben, wo man den Leuten nur 10 Jahre Pfannenversicherung verkauft. Dann könnte der Hersteller das beste Material verwenden. Wir können Fußbodenbelege machen, wo man nur 10 Jahre schöne Fußbodenbelege, also Fußbodenverpackungsversicherung verkauft. Dann kann das beste Material verwendet werden. Wir können Fenster machen, wo man den Leuten nur 30 Jahre durchguckende Wärmedämmung verkauft. Dann kann das beste Material verwendet werden. Und die Gebäude werden viel günstiger. Das heißt, der Tourismus kann die Innovationsplattform sein. Wir können das umsetzen. Es gibt Hotels in Bornholm zum Beispiel. In Taiwan gibt es ein Cradle-to-Cradle-Hotel. Sie können hier in Bogota von uns ein Restaurant und Hotel sehen. Da kommen Sie hin und Sie pflanzen Ihr Gemüse an. Und nach 6 Wochen kommen Sie wieder und ernten und können damit essen dazu. Wir setzen das um. Es gibt Bio-Hotels inzwischen von Thoma. Die Digitalisierung setzt voraus, dass man positiv definiert, was drin ist. Ja, also nicht Langlebigkeit, sondern Nutzung verkaufen. Also keine Waschmaschine, sondern 3000 Mal Waschen zu verkaufen. Ich war 1991 hier in Nürnberg gewesen. Ich habe der Firma AEG, die damals hier noch gefertigt hat, in großem Stil genau dieses vorgeschlagen. Ich habe gesagt, liebe Leute, macht doch keine Waschmaschine mehr, sondern verkauft doch nur 3000 Mal Waschen. Dann sind Waschmaschinen, die nicht kaputt gehen, ein Vorteil. Wissen Sie, jetzt kommt die europäische Präsidentin sozusagen Ursula von der Leyen an und stellt genau das vor. Jetzt, 29 Jahre später davon. Das heißt, Innovation braucht Zeit und das ist auch nicht schlimm. Sie sagt hier, wie Sie lesen können, solange eine Waschmaschine gekauft wird, gibt es ein, dass sie kaputt geht. Wenn sie aber vom Hersteller über eine Art Dienstleistung zur Verfügung gestellt wird, hat er selbst das größte Interesse daran, dass die Waschmaschine möglichst lange hält. Ja? Jetzt, immerhin, der Green Deal und die Circular Economy der Europäischen Union ist hauptsächlich auf Cradle-to-Cradle aufgebaut. Es ändert sich auf Europaebene im Moment schneller als in Deutschland, weil in Deutschland denkt man immer noch, das Umweltthema sei ein Moralthema, was man sich gerade leisten kann oder gerade nicht, je nachdem. Der Tourismus kann Innovationsplattform sein. Wir machen zum Beispiel eine Tour des Schwalbe. Schwalbe ist ein Cradle-to-Cradle-Unternehmen, wo man entlang des Zugs, der Schwalben, eine Fahrradtour macht entlang. Als Tourismus, immer nur den Jakobsweg dazu, das ist vielleicht auch langweilig auf Dauer. Und es gibt auch nicht religiöse Leute, die gerne auch trotzdem die Landschaft sehen wollen. Dass die Tour des Schwalbe heißt, dass man auf die Art und Weise die Singvögel schützt, denn das ist der Zug der Schwalben. Es werden 100 Millionen Singvögel jedes Jahr allein in Italien und Malta umgebracht und dann werden ein bisschen Zungen und Brustmuskeln dabei verspeist. Wenn man dorthin fährt, dann kann das nicht passieren. Ja? Davon. Also neue Formen von Tourismus. Reisen entlang der Produktlinie. Zum Beispiel gibt es in Bayern einen inzwischen ordentlichen Anbau von Haselnüssen. Wie wäre es dazu, das auszuweiten? Im Moment kommen 2/3 aller Haselnüsse auf der Welt aus der Türkei. Dort gibt es arme Frauen, die auf dem Land leben und auf die Haselnussbüsche nicht mehr aufpassen können. Eine Woche des Tourismus wird dafür eingesetzt, bei der Ernte zu helfen. Nicht nur Ferien auf dem Bauernhof und dumm rumzustehen, sondern wirklich ein Teil des Ganzen zu sein davon. Das lässt sich umsetzen dazu. Wir haben Schiffskabinen als Cradle-to-Cradle inzwischen umgesetzt. Es gibt ein Eco-Cap davon. Wir müssen natürlich erreichen, dass wir ein neues Bio dafür erreichen. Wir können völlig neue Landwirtschaft machen. Wenn Sie Algen anbauen, erreichen Sie auf 1 Hektar so viel Eiweiß wie auf 80 Hektar Mais. 1 Hektar Fassade davon. Also die Zukunft fängt erst an dafür. Wir brauchen dafür Modellregionen nach Cradle-to-Cradle. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es eine Gemeinde Straubenhardt. Wir können Gebäude machen wie Bäume. Wir können eine Wirtschaft machen, die aktiv den menschlichen Fußabdruck feiert. Auf die Art und Weise können wir Dinge umsetzen. Und das Schöne, was jetzt kommt, es kommt eine Generation, die auf sich stolz sein will. Wir nennen die sogenannte Selfie-Generation. Ja, für die ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Ja? Die wollen einfach auf sich stolz sein. Jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Ich brauche also keine Moral mehr. Ich brauche keine irgendwelche schlechte Gewissen. Ich will, wenn ich nicht blöd bin, dann reicht es aus. Jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Verstehen Sie?
Das geht leichter. Und darum setzt sich das jetzt so schnell durch, Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege, anstatt von der Wiege zur Bahre zu denken. Und da ziehen Sie zum Beispiel einen Selfie-Kandidaten hier davon. Ja, das ist Patrick Mais. Ja, Selfie, Hamburger Rat heißt dahinter. Das ist mein Mitarbeiter, der die Präsentation zusammengestellt hat. Vielen Dank.